Willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Let's Play Inside, wo wir genau da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Hier ist eine Tür. Können wir mal mit der was machen? Außer uns mit aller Kraft dagegen stützen? Nein. Mit dem Karton auch nicht. Ah, da steht ein kleines Klavier. Nicht so klein. Ist ganz normal. Oh! Wir hätten uns daran festhalten können. Wäre da was gewesen? Ich finde ja auch eigentlich immer so gerne ein bisschen Geheimnisse. Mist. Was wir machen könnten ist... nochmal neu starten. Entschuldigung. Okay. Wo ist denn hier die Kante? Gestorben für nichts und wieder nichts. Hier was? Nope. Okay. Nochmal da ganz oben. Können wir schwingen? Nicht wirklich. Das heißt, hinter die Balustrade da links. Machen wir auch nicht. Kicken. Gut, es geht weiter hinab. Wieder in ein U-Bahn-System. Oder ähnliches. Verlassene Waggons. Alte Fässer. Oh, Hunde. Ganz rechts. Und rote Fässer. Rote Fässer gelten im Videospielbereich allgemein als Signal. Schieß auf mich, damit ich explodieren kann. Okay, kommen die Hunde? Ganz langsam dran vorbei. Naja, langsam nicht, aber zumindest geduckt. Okay. Die Witterung aufgenommen? Wenn ja, hoffentlich nicht von uns. Ganz langsam und ganz vorsichtig ins Wasser eintauchen. Einmal nach unten. Ja, ich gehe ja schon wieder nach oben. Und noch einmal. Scheint nicht zu sein. Hup. Okay, der ist langsam. Vermutlich unter ihm durchtauchen. Klappt das? Mal schauen, ob das reicht. An Vorsprung jetzt. Und los geht's. Nicht andersrum. Steh auf. Hilfe! Ist das böse? Ist das böse, das Spiel? So, eine Latte nach der anderen abreißen. Und warten, bis wir hier sind. Das gibt's nicht. Hunde können ja auch springen, ne? Zumindest ein bisschen. Mein Gott, die kauen aber auch noch. Okay. Drehen wieder um.
Ja. Okay. Wir warten erst, bis sie auf dieser Seite sind. Na, komm mal her. Meine Zeit aber Blutrunde. Karte Nummer 2. Warte mal hier oben. Kommt ruhig an. Aha. Okay, das sollte reichen. Ja. Puh. Edgy. Okay. Das war intensiv. Das ebenfalls. Du hast nach den Hunden gespeichert. Naja, danke sehr. So. So geht man Leitern runter. Vor allem ziemlich hohe. Okay. Aha. Da steht ein Mann. Vor einem erleuchteten Büro. Oder so. Da ist eine Taucherglocke. Die wir vermutlich besetzen müssen. Die bringen einen sogar um. Also, sprich, Hand vor den Mund und dann Luft weg. Ich bleib mal hier ganz hinten links in der Ecke stehen. Reicht das? Okay. Wir haben einfach mal eine Taucherglocke gekapert. Wir können springen. Ja, den Sprungknopf gedrückt halten und... Witzig. Vermutlich notwendig für das eine oder andere Rätsel. Okay, Tauchgang. Wo geht's hin? Nicht nach links, nicht nach rechts. Jetzt kann man nach rechts durch. Wir können nicht nur springen, sondern auch die Richtung angeben, in die wir springen wollen. Beziehungsweise mit ordentlich Druck. Wow. Das Spiel ist ähnlich wie Limbo, wirklich beeindruckend minimalistisch gehalten. Kommen wir hier raus aus dem Wasser? Nein. Zum Henker sind wir. Tauchen erstmal nach unten. Abgefahren, abgefahren. Sieht.
ganz leicht durchs wabernde Wasser. Da leuchtet was. Vermutlich ein Anhaltspunkt. Ja. Ein Riss in der Wand, den wir gleich mit Sicherheit durchbrechen müssen. Ups. Naja, hier wird, glaube ich, nichts mehr sein. Gehen wir mal auf Tauchgang. Sind wir schon. Nach unten. Okay, und solange das Lämpchen leuchtet in der Kabine, ist kein weiterer Sprung möglich. Oh, Klotsch. Richtig klasse. Das Ende nach unten können wir. Nach oben nicht mehr. Alrighty. Schiffswrack? Möglicherweise. Bislang immerhin nichts Bedrohendes hier unter Wasser. Keine Hunde, keine Gewehre. Aha, die Wand vermutlich komplett zerbersten lassen. Keine Risse mehr drin. Was wir sehen. Ja, hier eine Stelle. Heute ist das wichtig. Ah. Wasseroberfläche. Können wir dahinter raus? Hier? Da hinten? Da, da, da. Ich glaube nicht, ne? Ist ja schließlich nur 2D. Jo. Naja, müssen wir die Wand vermutlich noch ein bisschen weiter traktieren. Aber wo? Da noch ein Stück. Na komm, setzen wir hier auch nochmal an. Nee. Einfach durchschwimmen. Sprich, durchtauchen. Ja. Okay. Ob wir die Kugel nochmal wiederbekommen? Oder war es das schon mit dem Ausflug? Und der war sehr. Da ist ein Seil. Hey, Art Forschungsstation? Sieht aus wie ein Aquarium. Große Wassertanks. Oder sowas ähnliches. Geht's hier zurück ins Wasser? Ah, jo. Na komm, wir tauchen mal. Oh nein. Ja. Hier kriegst du Luft.
klettern wir nochmal hoch und guck mal nach rechts. Yikes! Noch ein bisschen tauchen. Ich hatte gedacht, die können noch theoretisch auf den Kopf fallen. Der Weg ist frei oben. Mal kurz gucken, ob sich hier unten an der Holzplanke irgendwas getan hat. Nein. Es hätte auch schief gehen können mit den Fässern. Doch ein wenig überrascht. Wahnsinn. Wo sind wir jetzt? Ah, das ist eine Wasserbombe. Okay, die Wasserbombe muss mit Sicherheit die dicke Holzplanke wegsprengen. Wir können nichts bewegen, in keinerlei Richtung. Gehen wir noch ein Stück. Das sind Bäume, die aber trotzdem irgendwie in einem großen Gebäudekomplex stehen. Ah, hier gibt's nichts mehr. Wenn es überhaupt Bäume sind, das sieht aus, als hätten die zumindest irgendwelche elektronischen Kästen an sich gebaut. Ah. Kasten festhalten? Nee. Schieben, nach unten drücken? Nein, auch nicht. Ah, hier ist eine Planke. Über uns. Das, was damit zu tun hat. Können wir die Luke öffnen? Nein, die lässt sich nicht öffnen. Okay. Hat schon mal nichts mit dem Rätsel zu tun. Was übersehe ich? Wieder mal. Ja, okay. Ja, alles. Ich habe es, glaube ich, verstanden. Ziehen, mit hochfahren und links rüberspringen. Hey, 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 hey. Ist das Laub oder ist es richtig zugewuchert? Hey, da sind wir. Okay, ans Seil. Achso, durchs Loch links. Passt das so? Nach ganz unten. Okay. Hat geklappt. Witzig auch, dass die Perspektive immer trotzdem 2D ist, so ein bisschen wechselt. Aha. Der Weg für unser Bällchen ist frei.
können jetzt eigentlich. Was war das? Ja, kletter in die Kugel. Genau. So, jetzt müssen wir doch eigentlich hier drüber springen können. Oh mein Gott. Nee, nicht wieder aussteigen. Ja. So. Nein, nicht ganz. Ich hab's gleich. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Juhu! Okay, prima. Können wir das einfach durchbrechen hier? Zzt. Kommt, jawohl. Ist hier unten irgendwas? Aha. Müssen wir die Kiste so bewegen mit unserem kleinen Tauerglöckchen? Oder können wir einfach erstmal durchfahren? Ja. Moment, aber wir können, glaube ich, nicht mehr zurück, ne? Mal sehen, was verbockt. Nach oben. Interessant. Okay. Was hier gemacht werden muss, erfahren wir im nächsten Teil. Denke ich mal. Hoffentlich. Bis dahin. Macht's gut. Und tschüssi.